Die heutige Veranstaltung lautet Care Vergesellschaften. Die Referentin ist Alex Wischniewski. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit gefunden hast, hier vorzutragen. Du bist vom Hintergrund her Mitarbeiterin für die Rosa-Luxemburg-Stiftung zu transnationalen feministischen Bewegungen und hast das Netzwerk Care Revolution und die Plattform Keine mehr mitgegründet und bist außerdem aktiv in der Partei Die Linke. Mit Care Revolution haben wir auch in verschiedenen anderen Attac-Zusammenhängen zu tun, unter anderem in der AG Soziale Sicherungssysteme, die sich vor allen Dingen mit Gesundheitsthemen beschäftigt, in der ich auch tätig bin, aber auch im Flinter-Plenum. Das ist auch ein bundesweiter Zusammenhang von Attac, der sich unter anderem mit diesem Thema beschäftigt und sich jetzt auch freut, das im Rahmen dieser ISO-Webinarreihe in einem breiteren Kreis vorstellen zu können. Die Veranstaltung haben wir uns vom Ablauf her so vorgestellt, dass nach der Begrüßung Alex erstmal etwas sagen wird in dem ersten Block zum konzeptionellen Hintergrund. Sie benutzt den Begriff doppelte Privatisierung. Das ist die Frage, was ist diese doppelte Privatisierung und warum bzw. wie muss sie aufgehoben werden? Den nächsten Block moderiert dann der Thomas. Da geht es darum, welche Kriterien ergeben sich für die sogenannten Einstiegsprojekte, also jene politischen Maßnahmen, die uns schrittweise dahin führen können. Für den dritten bin ich dann wieder mit verantwortlich. Da geht es um Beispiele aus der Praxis in Spanien. Und danach wird es dann auch nochmal eine größere Diskussion geben, um das alles zusammenzuführen. Insgesamt schätzen wir so, dass wir ungefähr 1,5 Stunden beschäftigt sind. Die Blöcke sind unterschiedlich lang. Der erste und der dritte sind wahrscheinlich deutlich länger als der zweite. Und ich bin sehr gespannt auf alles, was wir hier hören und lernen werden und übergebe an Alex. Hi, hallo erstmal an alle und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer über das Thema von Vergesellschaftung von Care-Arbeit sprechen zu können und freue mich auch schon auf die Nachfragen, wenn man dann selber immer noch mal so viel lernt. Aber auch, weil ich einfach glaube, dass tatsächlich da der Hebel liegt, sozusagen, um weiterzukommen. Nochmal, weil du es nicht gesagt hast, wir benutzen auch sehr oft den Begriff der sorgenden Städte in der Frage von Vergesellschaftung von Care-Arbeit. Ich möchte aber erstmal einsteigen, weil ich denke, dass zum konzeptionellen Teil eben auch ganz stark, und es zeigt sich auch schon an der Überschrift, die Frage der Strategie sehr im Zentrum steht, weil die Überlegung von sorgenden Städten zu sprechen, hängt auch damit zusammen, dass wir als linke progressive Bewegung oder Kräfte sehr oft und sehr gut sind eigentlich in der Analyse des aktuellen und der aktuellen Verhältnisse und Zerwürfnisse, aber dass uns sehr oft eine positive Vision fehlt. Für eine Frage von Strategie, wie wir aber dann von diesen jetzigen Verhältnissen zu irgendwas Besserem kommen, brauchen wir eine positive Strategie. Also sozusagen, weil Strategie heißt, wie komme ich von A nach B? Was bedeutet, dass ich eben auch B, also diese Zukunftsvision brauche. Und dafür eignen sich eben sehr gut diese sorgende Städte, weil sie ein Bild davon geben, was feministische Bewegungen oder auch andere bezeichnet haben mit das Leben ins Zentrum stellen. In der sorgenden Stadt das Leben ins Zentrum zu stellen, bedeutet, dass wir eben in unserem sozialen Nahraum, dort, wo unser Leben tagtäglich stattfindet, alle Sorgebedürfnisse von allen Menschen, die dort leben, abgedeckt sind. Das heißt zum Beispiel, es gibt Polikliniken, es gibt Kinderbetreuung, es gibt Angebote für Menschen, die Sorge leisten für andere. Es gibt sowas wie Jugendclubs, die aber alle zugänglich sind. Das heißt, es gibt einerseits einen öffentlichen Nahverkehr, der uns wirklich an diese Angebote anschließt. Es gibt aber auch eine Form von Straßen, die sozusagen mit Rollis gut zugänglich sind, die mit Kinderwegen gut zugänglich sind. Und natürlich bedeutet es auch, dass all diese Angebote kostenlos, also öffentlich, angeboten werden müssen. Und natürlich bedeutet es auch für sehr viele Menschen, dass diese Infrastruktur in einer sorgenden Stadt nicht an den Aufenthaltstitel gebunden ist.
Also da gibt es auch enge Verbindungen zu der Frage von Solidarity City, was ja auch schon länger diskutiert wird. Dieses Bild, das sage ich wirklich, weil es sozusagen sehr eindrücklich und lebensnah deutlich wird, ist ein Bild für das, was auf struktureller Ebene eben die Vergesellschaftung von Care-Infrastruktur meint. Das heißt erstens, dass diese Angebote, die ich gerade aufgezählt habe, in öffentlichem Eigentum sind. Aber der große Unterschied zur Verstaatlichung, was einfach nur diesen Eigentumswechsel bedeuten würde, heißt Vergesellschaftung eben auch die demokratische Verfügung darüber. Ich gehe dann nachher auch nochmal konkret darauf ein, was das bedeuten kann. Und in dem Moment wird diese sorgende Stadt, und jetzt komme ich auf die Frage der Strategie zurück, ein Orientierungspunkt, an dem wir jetzt schon anfangen können, Maßnahmen zu bauen, Projekte zu bauen, die uns Stück für Stück daran hinführen. Das heißt, wir sprechen dann, später werde ich das auch immer wieder sagen, von Einstiegsprojekten, die jetzt schon unseren Alltag verbessern. Denn wir wissen alle aus unserer tagtäglichen Erfahrung, dass wir eine Verbesserung in diesem Alltag brauchen. Aber eben auch immer wieder darauf zurückgeprüft werden, ob sie dieser langfristigen Planung, ob sie dieser Vision einer sorgenden Stadt tatsächlich nahe kommen. Und ich komme ja auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und deshalb sind wir auch immer natürlich sehr stolz darauf zu verweisen zu können, dass es das, was Rosa Luxemburg eigentlich revolutionäre Realpolitik genannt hat. Und dieser Begriff wird sehr oft sehr inflationär auch benutzt. Und wir möchten tatsächlich eine Vision schaffen oder darstellen, die stückchenweise runtergebrochen werden kann und uns anleiten kann, was wir heute jetzt schon machen können, um dem näher zu kommen. Aber natürlich ist es auch logisch, dass diese Frage von Vision sehr stark davon abhängt, was eigentlich die Analyse der gegenwärtigen Verhältnisse sind. Weil ich habe vorhin gesagt, wir brauchen, um von A nach B zu kommen, brauchen wir B, aber natürlich brauchen wir auch A. Wir müssen wissen, wo wir eigentlich ansetzen, wo die Missstände eigentlich ihren Ursprung haben. Und in dem Fall, wenn wir von der Vergesellschaftung von Care-Arbeit sprechen, ist natürlich die Frage von, warum ist Care denn jetzt der Hebel und was läuft da eigentlich direkt genau schief? So. Und hier möchte ich verweisen auf das, was marxistische Feministinnen derzeit die Krise der sozialen Reproduktion nennen, die sich auf einer Alltagsebene erstmal sichtbar macht oder deutlich wird über eine immer größer werdende Schwierigkeit, überhaupt den Alltag zu gestalten. Das heißt, die Arbeitsbelastung ist viel zu groß. Gleichzeitig, wir haben immer weniger Zeit, wir sind immer erschöpfter und wir haben aber auch gar nicht mehr genügend oder immer mehr Menschen haben gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich hier oder da noch individuell was freizukaufen. Auf einer abstrakten Ebene wird hier gesprochen oder wird auch wieder mit marxistischen Begrifflichkeiten gesprochen vom Widerspruch zwischen Profitmaximierung und der Herstellung der Arbeitskraft. Was heißt das? Das heißt, dass es erstmal in zwei Bereiche unterteilt wird, die Arbeit. Das eine ist der Bereich, der oft genannt wird, der Produktion. In dem eben Profit überhaupt maximiert werden kann, in dem zum Beispiel immer bessere Technologien eingeführt werden und so weiter. Das heißt, man kann immer größeren Profit machen. Und der andere Bereich ist der der Reproduktion, wobei hier zum Beispiel Frigga Haug auch den Begriff der Produktion des Lebens eingeführt hat, um schon diese Frage von Reproduktion eigentlich in Frage zu stellen. Aber dieser reproduktive Bereich, das heißt, die Krankenhäuser, die Kitas, alle Fragen von Sorge um uns andere. Dort ist die Profitmaximierung, die dem Kapitalismus zugrunde liegt, nicht im selben Maße möglich. Das heißt, wir können ein Kind einfach nicht noch schneller großziehen. Das braucht eine bestimmte Zeit. Pflege braucht Zeit. Das sind Fragen, die dann eben nicht durch technologischen Fortschritt weiter effizienter gemacht werden kann. Was dazu führt, dass die Profitmaximierung in diesem Bereich über eine Reduktion der Kosten läuft. Das heißt, Personal wird abgebaut, Bedingungen werden verschlechtert. Wir sehen es bei den DRGs zum Beispiel, dass nur noch
bestimmte Kosten übernommen werden, ohne anzugucken, was es tatsächlich braucht, sondern im Vorhinein schon festgelegt, was dazu führt, dass diese Sorge einerseits eben, dass die Arbeitsbedingungen sich verschlechtern, aber auch, dass die Sorge gar nicht mehr in ausreichend guter Qualität angeboten werden kann. Das heißt, Menschen können gar nicht mehr ausreichend fit werden, weil diese Daseinsvorsorge nicht mehr ausreichend vorhanden ist, was dann wiederum Auswirkungen auf die Produktionsebene hat, die Produktionssphäre. Natürlich sozusagen wir dann nicht im selben Maße fit sind, unsere in Anführungszeichen produktive Arbeit zu übernehmen. Deshalb habe ich ja auch nochmal hingeschrieben, dass diese Krise der sozialen Reproduktion auch ein interner Teil ist des Kapitalismus, also eine logische Konsequenz, in dem der Kapitalismus einen Angriff macht auf seine eigenen Grundlagen. Es gibt da aber noch diese geschlechtliche Erweiterung, auf die ich natürlich eingehen will. Und das heißt, dass durch diese Kostenreduktion im reproduktiven Bereich, in den Sorgedienstleistungen, diese Dienstleistungen immer weniger werden, aber auch immer teurer, wodurch viele Menschen sich eben diese Dienstleistungen gar nicht mehr leisten können, gar keinen Zugang mehr haben und die Arbeit in die Haushalte, in den privaten Bereich geführt werden kann, weil diese Ausbeutung dieses reproduktiven Bereichs, um den Produktiven am Laufen zu halten, der trifft auf eine historische Konstellation, sage ich, in dem es immer noch sehr hauptsächlich Frauen gibt, die diese Arbeit dann unbezahlt und in den Privathaushalten auffängt. In dem Sinn wird, also sozusagen, dass es diese Frauen gibt, ist historisch gewachsen. Also, dass es überhaupt Personen gibt, die unbezahlt diese Arbeit übernehmen, ist historisch gewachsen. Aber heute wird eben durch diese Arbeitsteilung zwischen produktiv und bezahlt und reproduktiv und dann entweder nicht oder sehr schlecht bezahlt, wird auch immer wieder neu dieses Geschlechterverhältnis überhaupt hergestellt, weshalb sozusagen ein Angriff auf diese Organisationen, wie wir sie jetzt haben, in diesen zwei Bereichen, die geschlechtlich zugewiesen sind und ein hierarchisches Verhältnis gesetzt, eben dadurch, ob sie produktiv oder nicht sind oder so genannt werden, wird auch Geschlecht immer wieder hergestellt und dadurch ist es auch ein Angriff, wenn wir das angehen, auch sozusagen eine Antwort auf die hierarchischen Geschlechterverhältnisse, die wir jetzt erleben. Die Antwort darauf eben ist, also nochmal einen Schritt zurück, das heißt, die Privatisierung im Haushalt, danach hattest du ja auch nochmal explizit gefragt, die Privatisierung in der öffentlichen Daseinsvorsorge führt dazu, dass immer mehr diese Arbeit in die unbezahlte Arbeit in den Privathaushalten landet. Deshalb sprechen wir von einer doppelten Privatisierung. Es gibt eine Privatisierung in der Infrastruktur, aber es gibt auch eine Privatisierung in den Familien oder in den Haushalten. Und deshalb brauchen wir eben auch eine doppelte Entprivatisierung. Wir brauchen eine soziale Infrastruktur, die in die Haushalte mit reinreicht. Das heißt nicht, dass jetzt alle Arbeit, die jetzt in den Familien geleistet wird, dann plötzlich öffentlich oder in öffentlichen Einrichtungen stattfinden soll. Das heißt aber sehr wohl, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung für diese Sorgearbeit in den Familien gibt und dass es eine Infrastruktur gibt, von dem das Zuhause einfach ein organischer Teil ist. Später, wenn wir auf die Beispiele kommen, dann wird es auch nochmal deutlich, was das überhaupt bedeuten kann. Und ich habe vorhin schon mal nochmal angemerkt, dass diese Demokratisierungsfrage eben bei der Gesellschaft, bei der Vergesellschaftung sehr wichtig ist. Und das heißt eben, dass man zum einen wegkommt von der Profitorientierung im Kapitalismus hin zu einer tatsächlichen Bedürfnisorientierung, was dann aber wiederum bedeutet, dass man überhaupt erstmal eine Bedarfsermittlung macht, dass man erstmal überhaupt fragt, wo die Lücken sind oder wo die Wünsche sind auch. Und dass es sozusagen dann
diese Befragung auch oder diese Bedarfsermittlung Teil einer Mitbestimmung ist, der Menschen, die Sorge leisten und Sorge annehmen, was wir am Ende alle sind. Darauf gehe ich auch später nochmal an. Ich glaube, noch ein letzter Punkt zu dieser strategischen Frage an der feministischen Vergesellschaftung oder an dem Bild der sorgenden Stadt, ist es eben, dass es auch tatsächlich im Alltagsempfinden Menschen ansetzt, weil wir eben auch glauben, dass es erstmal Lust braucht und es braucht die Möglichkeit, sich diese Welt wieder anders vorstellen zu können und wirklich zu glauben, man kommt irgendwo hin. Und ich hoffe sozusagen, dass wenn wir später über die Beispiele auch sprechen, dass wir nochmal auch an dieser Lust und an dem Schönen, was das bedeuten könnte, ansetzen können. Und soweit erstmal. Ja, also das war schon mal, glaube ich, eine ganz spannende Einführung. Mir sind gleich unglaublich viele Beispiele durch den Kopf gegangen, was im Moment gerade nicht so gut läuft oder sogar wirklich schlecht läuft. Und das andere, was mir auch durch den Kopf ging, war natürlich überhaupt erstmal wieder dieses Gefühl zu schaffen, dass sich was ändern lässt zum Positiven, weil, glaube ich, die Gesamtstimmung einfach in der Gesellschaft auch durch viele Krisen, die ist, sich irgendwie ausgeliefert zu fühlen oder zu meinen, das ist alles, muss alles auf einer so hohen Ebene verhandelt werden, dass die Einzelperson da gar keinen Einfluss drauf hat. Und das ist, glaube ich, auch eine der Schwierigkeiten für viele im Alltag, dass sie sich bestimmten Strukturen oder Systemen oder Entwicklungen erstmal ausgeliefert fühlen, was halt zu Resignation führen kann oder zu Wut oder eben auch zu Aktivitäten. Und was ich im Alltag halt viel sehe, ist einfach dieses Gefühl der, wie gesagt, ist der Erschöpfung, der Überforderung, weil einfach unglaublich viel geregelt werden muss. Ja, genau. Also ich möchte die Frage von, sollen wir ganz kurz, es haben sich jetzt im Chat Leute gemeldet, die uns nicht hören können. Jetzt ist die Frage, geht es noch mehr Leuten so? Liegt es an uns oder liegt es an euch? Ich schaue mir das Problem gerade an. Vielleicht warten wir kurz. Aber ja. Okay, dann super, danke für die Rückmeldung. Dann spreche ich weiter, während die zwei betreut werden. Ich möchte den Punkt mit dieser Erschöpfung auch nochmal stark machen, weil die tatsächlich sehr oft uns zurückhält, aktiv zu werden und warum es deshalb wichtig ist, das mit dem schrittweisen Umbau ernst zu nehmen. Diese Frage zu stellen von, wie können wir erstmal überhaupt wieder Zeit schaffen? Ich gehe da auch später nochmal drauf ein, um uns politisch aktiv zu werden. Oder wie können wir auch unsere Care-Beziehungen überhaupt wieder als was Positives empfinden. Ich möchte jetzt nicht so viel vornehmen, was ich gleich nochmal erzählen werde, aber wir sprechen da auch immer sowas von Produktion von Gesellschaft, dass wir überhaupt wieder zusammenwachsen und das als was Positives gedacht wird. Aber deshalb muss das halt sehr ernst genommen werden, dieser schrittweise Umbau. Und deshalb muss man auch ernst nehmen, dass das teilweise kleine Schritte sind. Also und was eigentlich revolutionär an diesen kleinen Schritten ist. Oft befindet man sich dann auch in sehr Detail oder es scheint sehr in den Niederungen der Details aufzugehen, aber das ernst zu nehmen, um dann eben wieder zu lernen, überhaupt mal aufzuatmen und zu denken, okay, ich kann was verändern oder gemeinsam auf bessere Ideen zu kommen oder
auszuschlafen und wieder positiver zu sein. Ja, also ich sehe das halt auch in diesem Kontext der gesellschaftlichen oder demografischen Entwicklung, dass einfach auch mehr Leute jetzt, zumindest von den Alteingesessenen, hier aus dem Arbeitsleben austreten als eintreten, sodass, glaube ich, auch der Druck sich auf alle erhöhen wird, die im Moment einer Erwerbsarbeit nachgehen, noch produktiver zu sein. Aber zum anderen, glaube ich, auch der Druck gerade auf die Frauen oder als Frauen gelesenen Personen nochmal steigen wird, dass sie sich um noch mehr ältere Angehörige oder Freunde kümmern sollen und wenn sie haben, auch um eigene Kinder. Und das sehe ich also auch in meinem Umfeld, dass sich also viele Ältere dann auch um ihre Freunde kümmern und das irgendwann auch an Grenzen stößt natürlich, weil die eigenen Kräfte nachlassen. Und ich glaube, das könnte natürlich dieses Problem auch nochmal verschärfen, vor dem wir im Moment stehen. Genau, ich hatte ja, also ich würde auch sagen, dass es auf jeden Fall an persönliche Grenzen stößt, also dass Menschen tatsächlich einfach nicht mehr können. Man muss sich da nur mal die Berichte von pflegenden Angehörigen durchlesen, die ja durch Interessensvertretungen auch immer wieder öffentlich gemacht werden. Genau. Aber ich wollte eben durch diese Frage von konzeptionellen Hintergrund und diese ganze Frage, warum ich jetzt einfach nochmal aufgeführt habe, wie, warum der Kapitalismus den produktiven und den reproduktiven Reich, Bereich so trennt, auch klar machen, dass es auch die strukturellen Ursachen oder die strukturellen Grundlagen des produktiven Bereichs unterläuft oder zermürbt oder so. Also sozusagen, dass tatsächlich das ganze System ins Wackeln kommt. Auf einer individuellen Ebene trifft es die Subjekte und hauptsächlich Frauen oder weiblich sozialisierte Menschen. Und auf einer strukturellen Ebene betrifft es aber auch alle. Genau, also deshalb, Feminismus geht alle an. Ja. Ja, also ich denke, das sieht man ja auch an dem Anstieg gerade der psychischen Erkrankungen oder und auch der chronischen Erschöpfungssyndrome, die ja jetzt nicht nur auf Spätfolgen von Corona-Infektionen oder Ähnlichem zurückgehen, dass einfach so scheint, als ob diese Belastungen sich einfach auch immer deutlicher auf der Ebene zeigen. Und viele Menschen erholen sich auch langfristig nicht davon, wenn sie einen Burnout erlitten haben oder zwischendurch mal zusammengeklappt sind. Und natürlich wird das auf Dauer dazu führen, dass diese Personen sowohl beruflich als auch privat immer weniger tun können. Genau, das ist auf der Seite der Sorgegebenden und auf der anderen Seite kriegen ja auch dann Menschen, die auf Sorge angewiesen sind, nicht mehr ausreichend Unterstützung. Und teilweise sind es auch dieselben Personen. Ich weiß nicht, Sonja, gibt es Meldungen aus dem Chat? Ich habe jetzt einfach mal so munter immer noch weitere Bemerkungen in den Raum geworfen. Genau, ich melde mich mal eben hier auf dem Off. Nein, es gab zwischendurch keine Meldung. Wir waren jetzt ein bisschen mit der IT beschäftigt. Eine von den beiden Personen kann uns jetzt hören und die andere schafft es vielleicht auch noch, wenn sie nochmal sich neu einwählt. Ansonsten keine Verständnisfragen. Ihr könnt gerne weitermachen. Okay, sonst würde ich vorschlagen, dass dann jetzt Thomas übernimmt für den zweiten Teil und Sonja sich einschaltet, wenn sie es für passend hält. Ja, dann mache ich direkt mal weiter. Ja, Alex, du hast ja, glaube ich, ganz plastisch beschrieben, wo die Probleme liegen. Und das sind nicht nur auf der Seite deren liegen, die unter das in Problematiken leiden, sondern dass es auch dysfunktional sozusagen fürs System wird. Ne? Was sind denn, du hast von Einstiegsprojekten gesprochen, was sind denn Kriterien für diese Einstiegsprojekte? Ich vermute mal, dass wir was dazu zu tun haben, was Menschen betrifft besonders, aber auch was das fürs System besonders empfindlich ist, damit es auch eine Offenheit gibt. Also habt ihr bestimmte Kriterien, wo ihr sagt, das sind Projekte, die es sich lohnt einzusteigen, weil sie einerseits eine Offenheit haben, wo was bewegt werden kann und andererseits, ich sag mal, eine transformatorische Perspektive, wo sozusagen die andere Care-Arbeit, die vergesellschaftete Care-Arbeit
schon erfahrbar wird und das Neue sozusagen im Alten erkennbar ist. Ja. Ich wollte zuerst auf diese Kriterien eingehen, auf einer ein bisschen abstrakteren Ebene und im dritten Block, wie Celia vorhin ja schon gesagt hat, gucken wir uns nochmal Beispiele an, vor allem aus dem spanischen Staat, die eben schon sehr viel weiter sind, aber auch mit Verweisen noch auf andere Kontinente. Weil ich ja vorhin schon gesagt habe, der strategische Einsatz ist eben, dass man aus so einer Vision, wie die sorgenden Städte sind oder die Vergesellschaftung von Care-Arbeit, daraus Sachen, daraus Kriterien ableiten kann und die Projekte wirklich auch daraufhin überprüfen. Weil oft ist es so, man tut was Gutes und es ist auch gut, aber es ist gar nicht ein Schritt, der uns da näher bringt. Und diese Kriterien leiten sich einfach deshalb logischerweise aus dem ab, was ich gerade schon gesagt habe. Und nämlich die als allererstes, inwieweit sie einer, inwieweit wir Care-Infrastrukturen anbieten können oder entwickeln können, die eben diese doppelte Entprivatisierung vorantreiben. Das heißt, in den außerhäuslichen Infrastrukturen, also in den Krankenhäusern, in den der stationären Altenpflege, in den Kitas, in den haushaltsnahen Dienstleistungen, dass es da ein staatliches Profitverbot gibt. Also um jetzt schon mal ein Beispiel vorauszugreifen, vorzugreifen, ist zum Beispiel ich zitiere, das enorme Wachstumspotenzial und die großen Renditemöglichkeiten in der stationären Altenpflege, die dazu führt, dass es jetzt auch schon Bundesländer gibt, die gar keine kommunalen stationären Altenpflegeeinrichtungen mehr haben. Und meistens ist es so, dass dann Private Equity Fonds diese Altenheime auf oder diese Pflegeeinrichtungen aufkaufen, Kosten reduzieren, Personal abbauen, Abläufe anscheinend effizienter machen und dann nach ein paar Jahren wieder für sehr viel mehr Geld verkaufen. Und das muss sozusagen verboten werden. Langfristig, es gibt die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat auch ein Gutachten, ein Rechtsgutachten darüber erstellen lassen, dass es sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene jetzt schon Möglichkeiten gibt, da zumindest diese Investitionsform zurückzudrängen und wieder mehr in öffentliche Hand zu nehmen. Das heißt sozusagen, hier wäre der erste wichtige Schritt. Aber es ist eben auf der zweite, deshalb doppelte Entprivatisierung. Es müssen Infrastrukturen entwickelt werden, die eben diese, das, was ich vorhin meinte, die tatsächlich überhaupt die Familien einbinden. Also sozusagen, es geht nicht darum, die Familien abzuschaffen, sondern es geht darum, Care-Arbeit in den Haushalten auf das zu bringen, was unsere Beziehungen, auch familiäre Beziehungen, positiv machen. Also dass es den Druck rausnimmt, dass es die Vereinzelung rausnimmt, die alle dahin führen, dass Care in solchen Verhältnissen oft auch mit Gewalt verbunden sind, weil sie mit Überforderung verbunden sind, weil sie mit Stress verbunden sind. Und das sozusagen so weit zu entlasten und so auch den sorgenden Menschen oder die für ihre Angehörigen Sorge nehmen, die selber wieder gut zu umsorgen, das wäre sozusagen ein zweites Kriterium. Ich gehe jetzt einmal so Punkt für Punkt durch und wenn wir im dritten Block zu den Beispielen kommen, können wir da auch nochmal sozusagen plastischer darüber reden. Aber wenn irgendwas nicht verständlich ist, dann sehr gerne
darauf beharren, dass ich es nochmal ein bisschen besser erkläre. Und der zweite Punkt ist nochmal der Punkt der Demokratisierung. Und den würde ich sagen, kann man auch doppelt sehen, genauso wie die doppelte Entprivatisierung. Das heißt, einmal überhaupt eine Bedarfsermittlung, wobei da auch schon ein gesellschaftlicher Prozess durch nachbarschaftlichen Zusammenschlüsse stattfinden soll oder müsste, indem wir Schritt für Schritt auch darüber nachdenken, welche Bedürfnisse überhaupt erhoben werden. Weil oft finden gerade, also sozusagen, oft finden viele Bedürfnisse auch gar nicht mehr statt oder man oder sie werden nicht berücksichtigt, wenn man denkt, sie werden ja eh nicht getroffen. Eben sowas wie Zeit für sich zu haben, ist für viele gerade weiblich sozialisierte Menschen überhaupt gar nicht mehr im Möglichkeitsraum. Das heißt, es gibt eine Bedarfsermittlung, aber es gibt auch eine Weiterentwicklung der Bedürfnisse überhaupt und die miteinander zusammengesetzt werden. Und auf der anderen Seite gibt es eben, heißt Demokratisierung auch direkte Beteiligungsmöglichkeit. Und in vielen Projekten heißt, dass man einfach tatsächlich selber aktiv wird, dass man tatsächlich die Bedingungen, die man haben möchte, konkret mitgestaltet. Auf zum Beispiel in Bremen in einer stationären Altenpflege gibt es sowas wie ein Pflegeparlament, wo die Menschen, die dort wohnen, mitentscheiden können, aber auch die Angehörigen, wie der Tag für Tag ausgestaltet werden soll. Viele Menschen sind auch in ihren Kitas oder Schulen in so einer Form schon tätig und ich glaube, das könnte man sozusagen noch ausweiten oder diese Erfahrungen auch anderen zugänglich machen. Das heißt, ein wichtiger Teil dieser Demokratisierung ist eben auch eine Selbstorganisierung. Und in Deutschland kommt man dann immer sehr schnell in diese Debatte, ob das jetzt die Ehrenamtsfalle ist, wo sich der Staat zurückzieht, damit andere was tun. Aber es geht um eine Frage von Selbstorganisierung, die staatlich abgesichert ist, aber wo dieses Selbertun tatsächlich Teil der demokratischen Gestaltung der Sorgeverhältnisse sind, weil man kann die sehr stark zurückdrängen und lokal konzentrieren, auch deshalb, damit eben mehr Stimmen und mehr Bedürfnisse überhaupt zur Sprache kommen. Aber die sind letztendlich auch sehr, sehr individuell. Und das dritte Kriterium, und das hatten wir jetzt gerade eben schon angesprochen, sind eine Frage von Organisierung oder das, was ich eben schon meinte mit Produktion von Gesellschaft. Das heißt, einerseits, wir brauchen mehr Zeit. Wir brauchen überhaupt mal wieder eine Möglichkeit, zusammenzukommen, weil Organisierung heißt immer, wir schließen uns mit anderen Menschen zusammen, um für unsere Rechte einzustehen. Individuell kommen wir nicht groß weiter, aber das ist alles nicht möglich, wenn ich abends einfach nur noch aufs Sofa will, wenn ich nicht mehr kann. Es braucht aber gleichzeitig auch eine Bewusstseinsarbeit zu dieser Frage von, also das, was wir heute Abend zum Beispiel machen, diese Frage von, welche Rolle spielt Care eigentlich für die Aufrechterhaltung dieses Systems, wie es jetzt ist oder für die Gesellschaft oder wie ist es jetzt gestaltet, wie sollte es gestaltet werden? Also es braucht überhaupt ein Bewusstsein, warum ich mich für bestimmte Strukturen einsetzen soll. Und es braucht eben drittens diese Frage von Zusammenschlüssen, wo komme ich eigentlich mit meinen NachbarInnen noch in Kontakt, wo treffe ich die, wo treffe ich Menschen, die außerhalb meines gewöhnlichen Lebensraums sind, in der Hinsicht, dass ich auf dem Spielplatz, wenn ich NachbarInnen kenne, dann auch nur andere Eltern kenne, aber wo treffe ich eigentlich die, die ein anderes Leben haben, aber auch Teil dieser Nachbarschaft sind und wo wird man eigentlich kommt man so zusammen, dass man dann auch füreinander Care-Arbeit und Care-Verantwortung übernimmt, aber auch eben sozusagen überhaupt für eine Vergesellschaftung von Care-Arbeit streiten kann. Ich wollte das nur ganz kurz anreißen, eben weil ich glaube, dass die Beispiele dann nochmal bringen. Deshalb lasse ich es jetzt hier erstmal.
Ja, ich hätte vielleicht noch mal eine Nachfrage, um das vielleicht noch ein bisschen zu konkretisieren. Du sprichst da, oder ihr sprecht einmal von Einstiegsprojekten, von den Kriterien. Gleichzeitig sind es ja, ne, wenn man auf diesen Punkt der Beteiligungsmöglichkeiten schaut, gleichzeitig auch der Widerspruch, dass sich zwar Menschen gerne beteiligen würden, es aber wiederum weniger können, weil sie halt unter einem Druck stehen. Heißt dieses Kriterien für Einstiegsprojekte Kriterien, die da einfach zu schaffen sind oder die schon vorhanden sein müssen, damit es überhaupt lohnt, sich auf ein bestimmtes Projekt zu stürzen? Vielleicht kannst du das nochmal konkretisieren. Also inwiefern muss das schon da sein oder inwiefern kann das sozusagen die Schaffung dieser Kriterien ein erster Schritt sein in dem Projekt? Das wird mir noch nicht so ganz klar. Gut, dass du nachfragst. Diese Einstiegsprojekte sollten von uns entwickelt oder müssen von uns entwickelt werden. Also sozusagen Einstiegsprojekt sind Forderungen, die wir aufstellen oder im besten Fall eben auch schon mit Akteuren in den Kommunalparlamenten umsetzen können und die diesen Kriterien entsprechen. Das heißt sozusagen, das ist eine Frage von, wenn ich mich hinsetze und ein Projekt entwickle, das mich näher zur Vergesellschaftung bringt, dann würde ich sozusagen fragen, wie sind die in diesen bestimmten Punkten aufgestellt? Mir ist wichtig zu sagen, dass diese ganzen Fragen, die ich jetzt vorstelle, wegkommen sollen von der Überlegung von, wir brauchen XY als Grundlage und dann können wir anfangen, die Vergesellschaftung zu machen, sondern hin zu einer Überlegung von, was könnten wir tun, um dieser Vergesellschaftung entgegenzukommen. Und Kriterien ist vielleicht dann auch ein hartes Wort. Vorhin ist diese Frage, vorhin habe ich es genannt, die Sonnenstadt ist der Kompass. Dann kann man auch diese Punkte, die ich jetzt als Kriterien vorgestellt haben, Leitlinien oder Inspiration oder sowas nennen. Zu sagen, schafft das, was ich tue, tatsächlich diese Verschiebung von Eigentum. Weil viele Sachen lassen sich auch innerhalb des Kapitalismus sehr gut lösen und erfüllen bestimmte Punkte, scheitern aber an anderen. Zum Beispiel, ich bin große Verfechterin einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung. Aber im Moment ist es so, dass wenn Menschen ihre Arbeitszeit verkürzen, statistisch genommen, benutzen Männer das für Weiterbildung und Frauen für Care-Arbeit. Mit natürlich dann Folgen auch für den Lebensweg. Und natürlich ist es keine langfristige Absicherung von Care-Arbeit, weil sie sozusagen auf schlechteren Chancen und einer Einschränkung der eigenen Selbstbestimmung beruhen. Und das würde man dann sozusagen nochmal fragen, ja, aber für was braucht man die Zeit? Also inwiefern man da Care-Infrastruktur noch dazu braucht oder inwieweit man eine Arbeitszeitverkürzung, wenn man die umsetzen will, mit einer Kampagne zu dieser Frage fordern, wer nutzt welche Zeit für was und wie ist die abgesichert, dass man das eigentlich noch verbinden kann, um sozusagen auf dem Weg zu einer Vergesellschaftung weiterzukommen. Das heißt, dafür soll das gut sein und selber ein bisschen diese Projekte, die wir entwickeln oder an die wir uns anschließen, darauf so ein bisschen hin zu überprüfen oder zu ergänzen oder weiterzuentwickeln. Also es ist jetzt nicht durchgefallen und weg, sondern dann kann man einfach auch sich so noch mal so ein bisschen überlegen. Ja, danke für die Erläuterung. Also für mich geht es auch ein Stück weit dann in Potenziale der einzelnen Maßnahmen für eine Vergesellschaftung, ne? Also so wie ich es jetzt verstanden habe. Ich würde jetzt an Sonja übergeben, weil es sind Fragen schon aufgekommen, ja. Genau, ich habe also ich habe schon, es gibt diverse Wortmeldungen, da kommen wir später zu, aber es gibt hier eine Frage. Hier fragt eine Teilnehmerin nach einem Beispiel für den Einstieg in ein anderes Pflegemodell. Das ist die Frage. Also du hast ja da verschiedentlich sogar, könntest du da ein Beispiel nennen? Ja,
komme ich direkt im dritten Block dazu, ganz als allererstes. Deshalb hebe ich das vielleicht noch auf. Ja, gern. Schieben wir, gern, genau. Schieben wir. Genau. Dann, ich glaube, weil es jetzt wirklich tatsächlich spannend wird an den konkreten Beispielen und was dann vielleicht nochmal zurückbeziehen können auf das bisher Gesagte, würde ich dann an Celia wieder übergeben, die den letzten, den spannenden Block, auf den jetzt alle warten, auf die konkreten Beispiele dann übernimmt. Ja, das hat Thomas ja schon sehr schön eingeleitet. Also die praktischen Beispiele sind auch das, was mich sehr interessiert, weil ich tatsächlich merke, dass ich oft erstmal einfach hängen bleibe und denke, es braucht eine riesen Systemveränderung, damit das funktioniert. Und wie kommen wir da hin? Und diese kleineren oder kleinen Schritte, die du jetzt auch vorstellen wirst, die sind, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, um sich eine Vorstellung davon zu machen, was jetzt, was möglich wäre. Und so wie ich das verstanden habe, hängt es halt auch an der historischen Konstellation, die es in Spanien gab. Also nicht alles wird so eins zu eins übertragbar sein auf das, wie es in Deutschland ist. Aber ich nehme an, dass es doch so einiges gibt, was übertragbar ist. Genau, ich wollte einsteigen tatsächlich mit einer Frage von den munizipalistischen Bewegungen im spanischen Staat, um das ein bisschen zu kontextualisieren, was ich danach erzähle. Genau deshalb, weil es eben historische, lokale Bedingungen sind, Kräfteverhältnisse, in denen sowas entsteht. Und es geht auch gar nicht um eine 1:1 Übertragung, sondern nur eine Frage von, welche Antworten wurden gefunden, um das so ein bisschen plastischer zu kriegen. Es ist nicht verwunderlich, dass jetzt auch schon die Nachfrage nach Beispielen kommt, weil es sonst dann doch eben so abstrakt bleibt, was eigentlich ein anschauliches Bild sein soll. Genau, die munizipalistischen Bewegungen im spanischen Staat sind hauptsächlich dafür verantwortlich, von sorgenden Städten zu sprechen oder auch von der Vergesellschaftung von Care-Arbeit, wobei sie interessanterweise in ihren Veröffentlichungen hauptsächlich von Demokratisierung von Care-Arbeit sprechen, um so ein bisschen, ich glaube, es ist so ein bisschen strategisch gedacht, aber genau, wie sind die entstanden? Die sind in der Wirtschaftskrise entstanden, indem es viele Menschen ihr Zuhause verloren haben, plötzlich sehr überschuldet waren und dann sich in sozusagen einer Abwendung von den politischen Antworten auf diese Wirtschaftskrise, also sozusagen der Verlagerung der Schulden auf die Privatpersonen, anstatt sozusagen das System anzugehen, hat sich eine Bewegung entwickelt, die erstens gegen die politische Repräsentation war und die sich dann auf den öffentlichen Plätzen zusammengefunden hat und dem einen Ausdruck gegeben hat. Und dieses auf den Plätzen sich getroffen zu haben oder diese Camps vor den Regierungsgebäuden gemacht zu haben, war auch deshalb wichtig, weil die Frage von Care auch dadurch, dass es tatsächlich eine Care-Infrastruktur in diesen Zeltstätten gab oder in diesen Camps gab, dadurch von dort an auch schon direkt im Zentrum stand. Also wer kümmert sich eigentlich um wen, wie kümmern wir uns übereinander und umeinander. Und in der Zeit wurde das dann eben zu Stadtteilversammlungen, die sich auch weiterhin getroffen haben. Und es wurde in so eine kontinuierliche Struktur. Und Teil dieser Struktur oder Teil dieser Aushandlung in diesen Stadtteilversammlungen war von Anfang an, was jetzt genannt, sehr auch ein bisschen ein schwieriger Begriff, also ein klotziger Begriff, die Feministisierung von Politik heißt, also das feministisch Machen von Politik, dass Sorge eben Teil der politischen Praxis ist und auch immer mitgedacht werden soll und dass es aber auch die Frage gibt, nicht nur, wie kommen wir alle in einer Stadtteilversammlung zusammen, sondern
wie können wir auch wirklich alle daran teilhaben? Wer kann da eigentlich überhaupt hinkommen? Wer hat Care-Verantwortung zu Hause und ist deshalb nicht da? Wer traut sich zu sprechen und wer traut sich nicht? Also sozusagen, dass man Teil dieser Demokratisierung schon die Care-Strukturen und Verantwortung mitgedacht hat. Aus dieser Anti-Austeritätsbewegung ist gleichzeitig auch ein neuer Schwung für eine autonome feministische Bewegung geworden, die hauptsächlich oder nicht hauptsächlich, die sehr viel gemacht haben zum Thema Antigewalt, die eine Restriktion des Abtreibungsrechts verhindert hat und auch sich um Care gekümmert hat. Aber das Wichtige daran ist mir zu sagen, dass es eine autonome, feministische, starke Bewegung gab. Ich sage das deshalb, weil eben dann Teil dieser Stadtteilbewegung, Teil auch der feministischen Bewegung in die Institutionen gegangen sind, also sozusagen von unten rein in die Rathäuser und dort auch in verschiedenen spanischen Städten an die Regierung gekommen sind, vor allem in Barcelona und in Madrid, aber auch eben in Cádiz oder Saragossa. In anderen haben sie sich gegründet, sind aber nicht in die Regierung gekommen. Und Podemos kommt, also die dann sozusagen jetzt ja in der Vorgängerregierung und auch jetzt, genau, und auch im Europäischen Parlament sitzen, kommen auch aus dieser Bewegung. Und sie hatten, obwohl sie dieses Wissen mitgenommen haben aus diesen Bewegungen, gab es weiterhin eine autonome Bewegung, die sozusagen sie angetrieben hat, aber auch die immer wieder auch als eine Korrektur fungiert hat, wenn sozusagen so Institutionslogiken vielleicht übernommen haben. Es ist wichtig auch eine Frage von, es braucht dieses Zusammenspiel. Ich bin überhaupt nicht keine Freundin von so Vereinnahmungsvorwürfen, weil wir ja wollten, dass unsere Forderungen in dem Sinne vereinnahmt werden. Aber es ist wichtig, dass es eben auch unabhängige Bewegungen immer wieder das vor sich hertreiben gibt und diese sozusagen wichtige, lebendige Debatte, würde ich sagen. Das heißt, gerade in Barcelona, was die Stadt ist, die am meisten von diesen Konzepten und diesen Ideen bereits umgesetzt hat. Da gab es eine linke Stadtregierung von 2015 bis 2023. Die sind also relativ frisch abgewählt worden. Leider hat es auch dazu geführt, dass viele der Sachen, die ich euch jetzt vorstelle, bereits wieder abgebaut worden sind von einer rechten Regierung. Aber es hatte schon eine relativ lange Zeit, anders wie in Madrid, die nur eine Legislatur an der Macht waren, eine relativ lange Zeit bereits Resultate zu zeigen und wirklich ein bisschen weitere Schritte zu gehen. Dort ist eben sozusagen eine Bewegung an die Macht gekommen, die diese feministische und linke Anspruchshaltung und Ideen bereits mit ins Rathaus gebracht haben. Wenn wir später überlegen, was können wir in Deutschland tun und wie können wir die Sachen umsetzen oder angehen, ist es wahnsinnig wichtig, das im Kopf zu halten. Also, dass diese Regierung schon mit diesem Plan angetreten ist und auch dafür gewählt worden ist. Ein Beispiel, das ich vorstellen will, ist eben, da geht es sehr viel um Pflege. Das ist ein Projekt, das sich eben über die ganze Zeit hin weiter und weiter entwickelt hat. Da sieht man dann auch das schrittweise drin. Und zwar wurde in Barcelona zuerst Super Illes, also Super Blöcke übersetzt, gegründet oder umgesetzt. Da dreht sich es als allererstes um verkehrsberuhigte Zonen. Also es ging jetzt erstmal darum, ein bisschen Stress aus dem Alltag in der Stadt zu nehmen und den Menschen einen Raum zu geben, wo sie sich gerne aufhalten, wo sie sich vielleicht auch gegenseitig kennenlernen, wo sie sich überhaupt mal wieder begegnen können. Also wer Barcelona kennt, ist eine sehr enge und sehr anstrengende, also kann eine sehr anstrengende Stadt sein. Und da erstmal sozusagen verkehrsberuhigte Zonen einzusetzen, hat das Ziel gehabt, die Nachbarschaften auch für die Leute, die da leben, wieder aufzuwerten. Diese Überlegung oder diese Superblöcke wurden dann über eine Care-Infrastruktur erweitert. Und das heißt,
Jeder Superblock war dann ein Gebiet von 30.000 Menschen, Einwohnerinnen. Das sind relativ kleine Gebiete, weil es sehr dicht besiedelt ist in Barcelona. Das heißt, jeder Superblock was in Berlin so ein Kiez ist, haben 30.000 Menschen gewohnt. Und in diesen Superblöcken wurde kommunal geförderter ambulanter Dienst eingesetzt. Das heißt, dort haben Teams von von 12 Menschen für maximal 50 Personen gesorgt, die aber alle innerhalb des gleichen Superblocks gewohnt haben. Was dazu geführt hat, dass die PflegedienstleisterInnen sehr viel kürzere Wege hatten und dadurch natürlich ihr Arbeitstag erstmal sehr stark entlastet worden ist. Es hat aber auch dazu geführt, dass die Menschen, die gepflegt werden und ihre Angehörigen, immer dieselben in einen sehr kleinen Kreis an Ansprechpartnerinnen hatten, sodass sie sozusagen sehr stärker persönliche Beziehungen zu denen aufbauen konnten, aber auch, dass sie die schneller erreichen konnten, wenn irgendwas passiert ist. Diese Superblöcke waren in 5 bis 10 Minuten zu durchqueren. Also man konnte auch noch mal kurz vorbeikommen, ohne jetzt sozusagen den ganzen Tag zu umschmeißen. Es hat also so eine engere Beziehung zwischen dem Pflegedienst oder dem Pflegedienstleistenden und den Care-Leistenden und den Menschen geführt, die gepflegt werden. Was natürlich dann Entlastung und auch wieder eben eine Entlastung und ein schöneres Erleben von Care, weil das möchte ich auch immer wieder sagen, wir sprechen über Care sehr oft als ein Problem, weil es in unserer aktuellen Situation sehr oft ein Problem ist, aber eigentlich ist das, was ja unsere Beziehung zueinander auch ausmacht und schön macht. Wir müssen nur eine Entlastung, die dann diesen Kern da draußen auch wieder in den Vordergrund bringt. Und in dem dritten Schritt wurden diese Superblöcke dann auch benutzt, um Care über eine konkrete Pflege hinaus zu gestalten. Das heißt, diese Superblöcke wurden nun Villa Vena genannt, es gibt sehr viele Begriffe, indem es in jeder Villa Vena eine Koordinatorin gab, die von der Stadt kam und auch mit einem bestimmten Budget ausgestattet war und die erstmal angefangen hat, eine Erhebung zu machen von den Strukturen, sehr unterschiedlichen Care-Strukturen, die es in diesem Superblock gab oder gibt. Also gibt es schon Nachbarschafts-Innis, gibt es schon Beratungsstellen, gibt es schon selbstorganisierte Müttertreffs. Und das wurde sozusagen erhoben mit einer Erhebung der Bedarfslage unter diesen 30.000 EinwohnerInnen, um dann die Gelder der Stadt sehr zielgenau darauf zu richten, wo vielleicht noch Lücken bestehen. Sonja? Okay, genau, das war jetzt hier nämlich einmal eine Zwischenfrage. Was heißt kommunal gefördert? Das heißt, das Geld kam von der Stadt Barcelona und die hat das in die Superblocks oder sie hat Geld in diese Superblocks gegeben, richtig? Genau, also kommunal gefördert habe ich ja hauptsächlich bei dem Pflegedienst gesagt. Das bedeutet, damit wollte ich hervorheben, dass diese Pflegedienste nicht angestellt waren bei der Stadt. Es waren Kooperativen, die aber bezahlt worden sind von der Stadt. Ich habe deshalb kommunal gefördert auch gesagt, weil die zuständigen Verantwortlichen in der Barcelona-Regierung tatsächlich versucht haben, die zu öffentlichen Angestellten zu machen, die ambulanten Dienstleisterinnen, und da aber sozusagen dran gescheitert sind an Finanzierungsfragen und immer wieder gesagt haben, das wäre sozusagen die nächste Herausforderung gewesen, die sie gerne gemacht hätten. Sie sind aber so weit gekommen, dass es gemeinschaftliche Träger waren, die dann sozusagen deren Dienstleistung gekauft wurde von der öffentlichen Hand.
Genau, und bei den Villa Wellen, ja, Sonja? Genau, ich wollte nur sagen, weil es noch eine zweite Aussage dazu gab, also wenn genau so, also gemeinnützige Kooperativen für ambulante Pflege waren diese eine Frage, und dann gibt es in Spanien Kranke und auch Pflegen, Krankenkassen beziehungsweise und auch Pflegekassen. Genau, es gibt auch eine Pflegeversicherung. Auf jeden Fall wurde das, war das in dem Moment für die Leute, die darauf das in Anspruch genommen haben, kostenlos, wurde von ihrer Versicherung gedeckt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, okay. Ich sage dann jetzt erstmal okay, sonst sollen sich die TeilnehmerInnen nochmal im Chat melden. Danke dir. Ach so, ja, genau. Und jetzt hüpfe ich, also das war jetzt nochmal die Nachbesserung der Frage zu dem Pflegemodell. Und jetzt zurückzuspringen nochmal zu den Villa Vainas, die dann eher Care als größer gedachtes Wohlbefinden, Sorgebedürfnisse gesehen haben. Da gab es in jeder Villa Vaina eben diese Erhebung, wer ist da eigentlich aktiv und was sind die Bedürfnisse. Sind das zum Beispiel eine Villa Vaina, ist das ein Superblock, wo sehr, sehr viele ältere Menschen leben oder sehr viele Alleinerziehende oder wer ist da eigentlich da? Und dann eben auch zwischen den verschiedenen Initiativen, die es schon gab, versuchen stärker einen Austausch zu finden und dann die gegebenen, also die Lücken, die sich aufgetan haben zwischen Bedarf und bestehenden Initiativen, ganz konkret zu beantworten. Aber es gab eben, das heißt, jede Villa Vaina war in ihrer Ausgestaltung dann am Ende sehr unterschiedlich. Aber es gab bestimmte Elemente, die versucht wurden, überall umzusetzen. Es gab ganz viele, also diese Koordinatorin, die ich schon erwähnt habe, die war dann auch dafür dazu zuständig, einfach Beratung zu geben, welche Dienstleistungen es gibt und wo man sich für was melden kann. Also weil voll oft scheitert man ja, ist bei uns in Deutschland ja auch so, schon an dem Bürokratie-Dschungel, und die Koordinatorin war dafür da, dabei zu helfen und auch sozusagen direkte Nachbarschaftsinis auch schon mit aufzunehmen und so weiter. Es sollte Treffpunkte geben, sodass Menschen überhaupt mal kommen können und dort ihre Kinderbetreuung gemeinsam machen können. Oder es gab spezifische Angebote für Großeltern und ihre Kinder, was anscheinend in Spanien sehr, sehr, sehr üblich ist. Dann gab es Workshops oder Aktivitäten, die angeboten worden sind für die breite Nachbarschaft. Das konnten Yogakurse sein oder das konnten Gesundheitsspaziergänge sein. Ich weiß, dass es auch mal einen Workshop spezifisch an Männer über die Frage von Care-Arbeit gab. Dann wollten sie Raum geben für Selbsthilfegruppen, für Menschen, die in ähnlichen Situationen waren, zum Beispiel pflegende Angehörige oder eben Alleinerziehende oder Menschen mit Gewalterfahrung oder Menschen ohne Aufenthaltsstatus. Und dann hatte tatsächlich jeder Villa Vaina auch sehr fest verankert eine Rechtsberatung sowohl für pflegende Angehörige als auch für angestellte Hausarbeiterinnen, weil es da, dadurch, dass es im Privathaushalt ist, ja oft auch zur Diskriminierung und Ausbeutung, verstärkte Ausbeutung kommt, wo es eben dann eben auch eine Rechtsberatung zu Arbeitsrechten ergeben sollte. Falls ich da nochmal kurz einhaken darf, ja, ja. Du die Hausarbeiterinnen erklären kannst, ob das Pflegekräfte sind, Hauswirtschafterinnen oder Leute, die das in Kombination machen? Genau, Hausarbeiterin bezieht sich dabei hauptsächlich auf Nicht-Spanierinnen, die ganz unterschiedlich meistens Verträge für Haushaltshilfen haben und am Ende die Pflege übernehmen. Deshalb gibt es da eben auch sozusagen
dann ist man schon im Haus und dann wird man doch noch gebeten, abends länger zu bleiben, weil man muss, und dem Opa geht es heute nicht so gut. Und ich will das überhaupt nicht so verurteilend sagen. Das wird auch oft von Menschen in Anspruch genommen, die selber einfach sehr, sehr unter Druck stehen. Aber Hausarbeiterin heißt in dem Fall, was wir haushaltsnahe Dienstleistungen nennen, aber die dann sehr, sehr individuell ausgestaltet sind, ob das jetzt nur Putzen ist oder auf die Pflege oder sozusagen für das eine, aber für das andere genutzt wird. Und deshalb ist eben da auch ganz arg wichtig, deshalb war es diesen Villa Venus auch ganz arg wichtig, da eine Rechtsberatung zu haben und auch eine Beratung, was den Aufenthaltsstatus angeht, weil das diese Menschen sehr oft auch nochmal in so ein besonderes Risikosituation bringt. Okay, hier kommt noch mal eine Frage, das bezieht sich jetzt nicht auf Barcelona, sondern so ein bisschen grundsätzlicher. Wenn Pflege nicht profitorientiert sein soll, wer soll pflegen, wer soll das bezahlen? Genau, also es gibt ja den Vorschlag einer Bürgervollversicherung, BürgerInnenversicherung, in dem tatsächlich alle Menschen einzahlen, die in Deutschland leben. Das heißt, die es jetzt schon tun, plus Beamte, plus Selbstständige. Und wo es sozusagen keine Beitragsbemessungsgrenze gibt, sodass die mehr verdienen, tatsächlich auch mehr zahlen und nicht dort irgendwie unverhältnismäßig stark entlastet werden, weil ab einem gewissen Einkommen eben gesagt wird, jetzt reicht's. Und dann wäre es tatsächlich finanzierbar. Diese Finanzierungsfragen tatsächlich sind politische Entscheidungen. Also das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und gleichzeitig ist dies ein Beispiel aus Barcelona. Und da möchte ich nochmal dran erinnern, das ist eine Regierung, die schon mit diesem Programm an die Regierung gekommen ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir jetzt an Karl Lauterbach eine E-Mail schreiben und sagen, wir hätten das gerne und dann geht das, sondern dass wir so langfristig, also ich glaube, dass diese Einsetzung eines neuen Pflegemodells vielleicht nicht der erste Schritt ist, den wir schaffen, weil das eben sehr viel sehr große, ich glaube, eine sehr große politische Bewegung dafür braucht. Aber es gibt jetzt schon auch auf Landesebene Möglichkeiten, das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Profitverbot in der Altenpflege oder insgesamt im ganzen Care-Bereich, das hatte, glaube ich, auch jemand im Chat nochmal betont, oder der Arbeit mit Menschen. Es gibt da schon Möglichkeiten, das jetzt zurückzudrängen. Und man kann, wenn man sich dessen bewusst ist, seine Landesregierung und dann im nächsten Fall seine Partei oder seine Bundesregierung darauf hinweisen, dass man da Veränderungen haben will. Aber das sind natürlich strukturelle Veränderungen, die man einfordern muss. Genau. Gut, dann, ich glaube, wir können da nachher bestimmt auch noch mal intensiver drüber diskutieren. Ich würde noch gern ein paar andere Beispiele, die kleiner sind, sage ich mal, also weil sie eben anders strukturell, nicht so einen großen strukturellen Wandel brauchen, wie ein komplett neues Pflegemodell. Wobei ich auch da sagen will, dass zum Beispiel diese Villa Venus und das auch jetzt schon möglich ist und auch jetzt schon eingefordert wird. Aber eben, um nochmal Beispiele zu bringen, die vielleicht zugänglicher sind oder kleinteiliger, das erste ist jetzt auch noch mal ein bisschen größer, weil es relativ teuer ist in der Hinsicht, ist, was es in Barcelona
auch gab und was dann auch angesiedelt war physisch in den Villa Venas, war ein kommunales Kinderbetreuungsprogramm, das hauptsächlich außerhalb der normalen Öffnungszeiten von Kitas lag. Was bedeutet, dass es für Menschen, die eben außerhalb ihrer Arbeitszeit nochmal andere Verpflichtungen hatten oder andere Notwendigkeiten, relativ kurzfristig erreichbar war. Also das heißt, es gab eben abends besondere Stoßzeiten und am Wochenende die ganze Zeit, sodass man konnte sich in eine Liste eintragen. Es ging um die Kinderbetreuung von Kindern zwischen 4 und 12. Man konnte sich dort registrieren. Menschen mit besonderen Bedürftigkeiten wurden sozusagen nochmal bevorzugt, falls es irgendwie eng wurde, also zum Beispiel Alleinerziehende oder auch Menschen mit Gewalterfahrung wurden nochmal bevorzugt, wenn sie sich in Stoßzeiten dort gemeldet haben. Dort konnte man sich von einer Woche vorher bis teilweise auch, wenn es ein Notfall war, 30 Minuten vorher anmelden und sein Kind dann in eine professionelle Betreuung der Stadt übergeben. Das heißt, wenn jetzt mal die Oma zu einem Arztbesuch begleitet werden muss und man nicht wusste, wo man das Kind hinbringen soll. Die Stadtregierung hat damit aber gleichzeitig eine Öffentlichkeitskampagne verbunden, die darauf hinzielen wollte, zu sagen, ihr könnt es auch nutzen, um einfach mal ein Buch zu lesen. Ihr dürft euch Zeit für euch nehmen. Was eben so auch über diese tatsächliche Maßnahme hinaus wichtig war und was auch so genutzt wurde zunehmend. Was auch gemacht wurde, sowohl in Barcelona als auch besonders in Madrid, war eine Weiterbildung für Verwaltungsangestellte, weil es eben häufig dazu führt, dass es dass bestimmte Regeln gar nicht ausgenutzt werden oder umgesetzt werden, weil es eben kein Verständnis für eine feministische Herangehensweise gab, also dass tatsächlich Madrid hat auch von einer sorgenden Verwaltung gesprochen, also dass es auch ein anderes Zugehen auf die Menschen war, dass es eine andere Form von wir kümmern uns um euch gab, dass es eine Offenheit für sehr verschiedene Bedürfnislagen gab. Dafür wurde sehr stark eben auch so an Weiterbildungsaspekten geplant. Das dritte sind Fragen von Stadtplanung, die ich auch sehr interessant finde, gerade was das den Bezug auf das, was ich jetzt schon mehrmals genannt hatte, unter Produktion von Gesellschaft meint, die nämlich die Stadt so oder Teile der Stadt so umgebaut haben oder so erschlossen, dass sich Menschen überhaupt wieder treffen. Das heißt eben nicht einen Platz so ausgebaut haben, dass auf der einen Seite irgendwie der Spielplatz liegt und in einem anderen Park irgendwo anders die Buhlbahn für die RentnerInnen, sondern dass diese irgendwie auf demselben Platz stattfinden und sich die Leute überhaupt treffen. Das hat aber eben auch das damit zu tun, wo dann der Sportplatz ist, wo die Jugendlichen abhängen, sodass diese ganzen verschiedenen Gruppen, die unterschiedliche Nutzungsweisen der öffentlichen Räume haben, überhaupt einen Platz haben und aber auch tatsächlich zusammenkommen. Was überhaupt genau eine Grundlage dafür ist, dass man sich wieder als Gemeinschaft sehen kann. Und in dem, als letzter Punkt möchte, ist auch was, was in Madrid und Barcelona, vor allem in Madrid gemacht worden ist, ist ein Projekt zur Prävention unerwünschter Einsamkeit. Madrid hat nämlich eine Erhebung gemacht innerhalb der Stadt und dabei herausgefunden, dass rund 10% an nicht selbstgewählter Einsamkeit tatsächlich leiden, also die keinen in unserer wo die Isolation dazu geführt hat und die Überforderung dazu geführt hat, dass es keinen Anschluss mehr zu anderen Menschen gab. Das haben sie dann so, und sie haben herausgefunden, dass das hauptsächlich ältere Menschen sind und erstaunlicherweise junge Männer, die besonderen Risikogruppen sind dafür, dass. Und sie haben es so angegangen, dass sie einerseits eine öffentliche Kampagne gemacht haben und auch immer wieder öffentliche Veranstaltungen, zu denen sie Menschen eingeladen haben, um sich dort eben dieses, man kommt überhaupt mal wieder als Nachbarin zusammen. Sie haben aber auch die Gesundheitsdienste dahin
geprüft besonders oder geschult, besonders auf diese zwei Risikogruppen einzugehen und dort den Kontakt zu suchen, wenn die zum Beispiel mal zur Ärztin gehen und irgendwas haben, dass da dann auch drauf geguckt wird, ob sie vielleicht davon betroffen sind und denen konkrete Angebote machen zu können. Und dafür braucht es aber auch eine öffentliche Struktur. Also es braucht nicht nur ab und zu mal einen Treff, sondern es braucht dann auch irgendwie Jugendclubs und es braucht irgendwie unterstützte Begegnungsräume, wo diese Menschen dann auch dahin konkret eingeladen werden können. Diese Frage von Produktion von Gesellschaft möchte ich auch deshalb unterschreiben. Ich glaube wirklich, sie ist wahnsinnig wichtig, um überhaupt irgendwas umzusetzen, sei es auch nur das Kleinste. Brauchen wir Gemeinschaft, brauchen wir Organisation? Ich halte das aber jetzt heute und heute nochmal, also wirklich heute am Tag nach dieser Brandenburg-Wahl mit den anderen Wahlen noch im Hinterkopf, halte ich das auch für die absolut notwendige Grundvoraussetzung im Kampf gegen rechts, dass man sich überhaupt wieder über zu einer Gemeinschaft zusammenwächst, indem man füreinander Verständnis aufbringt, indem man füreinander da ist, indem man über sein eigenes Zuhause, ich will überhaupt drüber rausdenken, dass man dafür dass man dafür diese Grundbildung und diesen Zusammenschluss und diese öffentlichen Räume überhaupt braucht. Als Grundvoraussetzung, nicht als hinreichende Bedingung, die dann alles gut sein lässt oder so, aber dass wir überhaupt wieder miteinander in Austausch kommen und überhaupt wieder uns anerkennen können, dass andere Menschen auch Bedürfnisse haben, die vielleicht anders sind als unsere und Teil dieser Stadtgesellschaft sind oder der Nachbarschaft. Ich glaube, das ist ganz, ganz arg zentral. Darf ich einmal kurz, obwohl nach dem, was du gerade gesagt hast, mag ich da kaum. Sorry, aber es hat hier eine Teilnehmerin gefragt, sind die Poliklinikmodelle in Hamburg und Berlin nicht auch konkrete Beispiele? Jein. Also mit der Finanzierungsstruktur auf der Veddel hier in Hamburg kenne ich mich nicht so gut aus. Aber was die Finanzierungsstruktur des hier im Reuberg-Kiez in Berlin angeht, von der Poliklinik, ist tatsächlich so, dass das die Bosch-Stiftung hauptsächlich bezahlt hat. Also als Anschub, jetzt funktioniert es natürlich als Klinik. Ich finde diese beiden Kliniken wahnsinnig toll in ihrer Überlegung von, wie sie versuchen, Krankheit zu denken, wie sie sich intern strukturieren, wie sie versuchen, mit Menschen und anderen Initiativen in den jeweiligen Quartieren, Kiezen, wie man es jeweils nennt bei euch, ins Gespräch kommt. Ich finde, in all diesen Fragen machen die wahnsinnig große Fortschritte und sind wahnsinnig toll. Aber auch deshalb finde ich es ganz interessant, nochmal die Frage von Thomas auch von vorher zurückgenommen, für was dienen uns jetzt eigentlich diese Kriterien? Und da würde ich sagen, sie verschieben eben nicht die Frage von Eigentum. Sie sind in dem Sinne keine öffentlich geförderte Infrastruktur und dadurch sind sie auch viel zu wenig. Also es gibt eins in Hamburg und es gibt eins in Berlin. Soll sich jetzt noch ein zweites in Berlin gründen? Die suchen natürlich jetzt nach Finanzierungsquellen. Das heißt, jedes ist irgendwie davon abhängig, ob es irgendeinen Topf gibt, wo sie jetzt gerade reinpassen, einen privaten. Und wenn so eine Struktur angeboten werden würde, oder ermöglicht werden würde von öffentlicher Seite, dann würde ich total zustimmen. Oder das wäre eine Forderung, die ich zum Beispiel mit diesen Kliniken verbinden würde. Bei der Frage noch als allerletztes, ihr seht schon, dass es die kürzeste Folie ist, die ich hatte, aber diese Frage von passt ganz gut zu der Frage, mit was passiert eigentlich schon in Deutschland? Das Profit in der, also ich Diese, was könnten Einstiegsprojekte sein, was könnte man fordern, hängt natürlich ganz stark von den lokalen Gegebenheiten
ab? Also sozusagen, was gibt es da eigentlich schon? Welche Initiativen könnten sich zum Beispiel auch zusammenschließen? Wo finden zum Beispiel schon Konflikte statt? Also diese Studie, die wir gemacht haben zu Bremen, zur Frage von Profitverbot in der Altenpflege oder was ließe sich da eigentlich für eine gemeinnützige, stationäre Altenpflege einrichten, hing auch damit zusammen, dass es mehrere Insolvenzen gab von privaten Pflegeeinrichtungen in Bremen zu dem Moment. Das heißt, da war die Frage von, das jetzt zum Thema machen, auch wo findet jetzt eigentlich gerade der Bruch, wo gibt es eine gesellschaftliche Debatte darum. Wir haben ein anderes Projekt, das wir als Stiftung angestoßen haben oder wo wir mitwirken in Berlin. Das nennt sich Sorge ins Parkzentrum. Parkzentrum ist ein altes Kaufhaus in Berlin-Treptow, das jetzt schon sehr lange leer steht und jetzt an den neuen Investor gekommen ist, wo aber niemand richtig weiß, was der jetzt eigentlich vorhat und wo sich eine sehr dynamische, sehr aktive Initiative gegründet hat, die das zu einem Sorgezentrum machen will, nach dem Beispiel von der Villa Vena in Barcelona. Und bei diesen Sorgezentren will ich auch nochmal dazu sagen, das ist auch ein Beispiel, das jetzt von der neuen Bürgermeisterin in Mexiko-Stadt schon sehr stark vorangetrieben wird und das auch von der kommunistischen Bürgermeisterin in Santiago de Chile jetzt seit einigen Jahren vorangetrieben wird. Also gerade diese Frage von, wo kommen Leute überhaupt wieder zusammen, was hat das mit Sorge zu tun, welche Bedürfnisse sind eigentlich vorhanden und können angeboten werden. Das hat international gerade eine große Dynamik oder ist auch nicht ganz erstaunlich, dass alle fitte linke Frauen, die in Regierungsämter kommen, da eigentlich irgendwie dahinterher sind. Genau, aber in anderen Städten kann das auch was anderes sein. Ich wollte mit den Beispielen aus den anderen Ländern vor allem mal Inspiration bringen, aber ich war irgendwann mal auf einem Vortrag in Frankfurt, wo es dann eher die Debatte darum ging, wie können eigentlich Sportvereine besser unterstützt werden oder einen besseren Zugang zur Nachbarschaft haben, auch für Leute, die nicht konkret Sport machen. Und also so, ich finde, die Debatten sind dann immer ganz interessant und ich hoffe, ich konnte einfach so ein bisschen oder kann, wir können gerne noch weiter diskutieren, vor allem Lust darauf ein bisschen größer machen und Inspiration geben. Ja, interessant, dass du das gerade sagst mit dem Sport für Leute, die vielleicht nicht so sportaffin sind. Das hatte ich nämlich letztens bei einem Besuch in den Niederlanden auch. Da hatte ich mich mit ein paar Sozialarbeitern unterhalten, von denen einer auch meinte, ja, er macht das einfach darüber, dass er sich Leute zu einem anderen Thema, was sie interessiert, treffen lässt. Zum Beispiel irgendwelche Vogelwanderungen oder anderes. Dann bewegen sie sich auch, aber es ist irgendwie ungezwungen. Man lernt Leute kennen. Und das fand ich eine ganz interessante Idee, einfach zu sagen, man hat mehrere Aspekte gleichzeitig irgendwie da drin. Ich würde tatsächlich nochmal zurückgehen wollen. Du hattest ja diese Austeritätspolitik genannt, die ja auch dadurch gekennzeichnet ist, dass im Allgemeinen zuerst bei sozialen und in den sozialen und Bildungssektoren gespart wird. Und das ist ja auch was hier in Deutschland immer wieder aufkommt, sobald es darum geht, die Mittel im Haushalt seien knapp. Und das hängt ja, und gleichzeitig gibt es ja oft diese Struktur, dass bestimmte Einrichtungen immer wieder nur projektfinanziert sind. Ist das angelegt, also ist das eine typische Struktur für deutsches Verwaltungshandeln? Weil das führt ja auch dazu, dass für die Menschen, die jetzt auf diese Strukturen sich stützen, diese Stütze auch mal sehr unsicher ist und wegfallen kann. Also sowohl die benötigen, als auch die Mitarbeitenden. Deine Frage ist, ob... Die Frage ist, ist diese oft projektförmige Struktur was auch irgendwie formal irgendwo vorgegeben ist? Oder denken sich die Verwaltungen das selber aus? Weil das ist ja eigentlich auf Dauer ein Problem, wenn die Beschäftigungsverhältnisse so prekär sind und diese Strukturen ja auch jederzeit wegfallen können und Unterstützungsstrukturen, die aufgebaut werden und dann unter- oder abgebrochen werden,
das ist ja sehr mühselig, die wieder aufzubauen und auch dieses Vertrauen von den Menschen, die darauf angewiesen sind, wieder zu erreichen. Also es ist Muss genau, das so sein, also, nach den jetzigen Regeln der Verwaltung? Also ich würde ja immer sagen, nichts muss so sein, wie es ist. Und meinte das auch tatsächlich ernsthaft. Bei diesen Projektförderungen, also ich kenne die hauptsächlich aus dem Demokratieförderungsbereich, jetzt gar nicht so aus der direkten Care-Arbeit, wobei ich auch sagen würde, dass Demokratieförderung, wie gesagt, eine enge Verbindung zu Care-Arbeit hat oder dass wir insgesamt, glaube ich, innerhalb eines Prozesses zur Vergesellschaftung von Care-Arbeit eine Debatte darüber führen sollten, in ganz unterschiedlichen Räumen, was eigentlich, was wir zum guten Leben brauchen. Genau, und da ist es so, dass es tatsächlich teilweise, also jetzt verwaltungstechnische Grenzen gibt. Aber es gab den Vorschlag, ich glaube von Arne Semsrott hat den ja auch gemacht, dass es eben ein Sondervermögen gibt. Also wenn sowas, also und der meinte, das ist sehr wohl möglich, wenn man zum Beispiel ein Sondervermögen von, sagen wir, 100 Milliarden Euro macht, dann kann man bestimmte Projekte sehr lange eine Zusicherung geben, auch wenn es weiterhin verwaltungstechnisch eine Projektförderung ist. Aber die Frage, die bei so Infrastruktur ja trotzdem auch wieder anfällt oder gerade bei diesen sogenannten Einstiegsprojekten, die ich auch vorgestellt habe, wir haben jetzt in Barcelona gesehen, die neue rechte Regierung, ich hatte es kurz erwähnt, die neue rechte Regierung hat nicht mal ein Jahr gebraucht, 8 Jahre wieder abzubauen. Also was die Infrastruktur zumindest angeht, 8 Jahre linker Regierungshandeln. Und was in Santiago de Chile zum Beispiel von Anfang an Teil dieses Sorgezentrums war, das sie da aufgebaut haben, war eine politische Arbeit, mit den Menschen zu sagen, wenn euch diese Struktur gefällt, dann müsst ihr die danach weiter erkämpfen, auch wenn wir nicht mehr in der Regierung sind. Also das ist von Anfang an eine Form auch von politischer Bildung in diesen Care-Fragen gibt. Und dazu gehört, glaube ich, auch klarzumachen, welche Strukturen es gibt und wie man die ändern kann. Also gerade bei diesem Profitverbot heißt es dann oft, es gibt irgendwie so, es gibt die Wettbewerbsfreiheit auf EU-Ebene und man müsste dann erst mit allen Mitgliedstaaten den Wettbewerb abschaffen, um dann dieses Profitverbot umsetzen zu können, was aber nicht stimmt. Also man könnte das Gemeinwohl tatsächlich dort rausnehmen und die Daseinsvorsorge aus diesem Wettbewerb rausnehmen, wenn man das will. Und dafür, für all diese Sachen braucht es auch als Teil dieses ganzen Prozesses eine politische Bildung. Deshalb meinte ich vorhin auch, wie wichtig, also habe ich auch als einen Teil dieser Kriterien oder Leitlinien aufgenommen, dass man eben auch auf das Bewusstsein der Menschen hingehend Aktivitäten planen muss. Ja, ich finde es auch total wichtig, einfach zu wissen, welche Entscheidungen auf welcher Ebene getroffen werden, um auch sich klar zu sein, wo man den Hebel ansetzen kann. Ich habe das zum Beispiel im Bereich Jugendpolitik selber erlebt, dass es an den Schulen jetzt nicht so üblich war, da in die Details zu gehen. Aber es gab dann genügend Beispiele, wo Kommunen bestimmte Projekte hätten finanzieren können über eine Kofinanzierung mit der EU, aber sie konnten ihren eigenen Anteil nicht aufbringen, der bei 50% lag. Also wurde das Geld dann aus diesen EU-Töpfen nicht abgerufen. Und das sind so Sachen, das haben dann halt die Jugendlichen zum Teil nicht verstanden, warum es dann jetzt in ihrem Ort dann kein Jugendzentrum mehr gab, aber für die Alten gab es eventuell noch was, wobei man die auch nicht gegeneinander ausspielen sollte. Und da kann politische Bildung natürlich auch helfen. Genau, aber die politische Bildung sollte in dem Fall zum Beispiel meines Erachtens nicht sein, den Jugendlichen zu erklären, warum für sie jetzt kein Geld da ist, sondern ihnen halt zu sagen, dass das nicht sein kann, dass für sie kein Geld da ist.
Also so in die Richtung. So war das auch nicht gemeint, sondern eher, Sie haben manchmal auch Ihre Wünsche an eine Ebene gerichtet, die in dem Moment gar nicht so viel ausrichten könnte. Das stimmt wohl, aber es ist auch ein, also es ist auch ein sehr beliebtes Herrschaftsmittel, immer zu sagen, jemand anders ist zuständig. Also jetzt gerade. Ja, genau. Definitiv. Gut, darf ich dann einmal kurz einhaken? Also hier unten ist nochmal noch eine Frage. Ich würde aber ganz gerne einmal kurz, es gab ja so einige Kommentare, und das bezieht sich um dieses Profitverbot für öffentliche Häuser, dass das eigentlich sehr wichtig ist oder dass das eigentlich wieder eingeführt werden müsste. Eine Teilnehmerin hatte geschrieben, dass es bis in die 80er Jahre gegolten hat. Und das ist halt dieser Widerspruch. Es kann nicht sein, dass es dass Häuser profitorientiert arbeiten, aber Arbeit am Menschen kann nicht profitorientiert sein. Und wenn, dann würde das nur mit dem BGE, also bedingungslose Grundeinkommen gehen. Dann das, was du auch gesagt hattest, Daseinsvorsorge ist eine öffentliche Aufgabe. Also das, wie du sagst, dass man das eigentlich rausnehmen muss. Und dann kam hier noch ganz interessant, Moment, hier ist jemand dabei, dass dieses Profitverbot grundsätzlich von vielen gefordert werden muss. Hier ist jemand, wir Unikliniken in NRW haben bereits in einem der letzten Streik gefordert, dass Gesundheit keine Ware ist und dass das bei vielen Menschen auf offene Ohren stößt. Das heißt, wir müssen eigentlich das laut und breit überall und ständig wiederholen, damit es dann irgendwann mal auch an der richtigen Stelle gehört wird. Dann zu diesem ganz kurzen Einschub nur von mir. Anne Semsroth hat 200 Milliarden für das Sonderbürokratie gefordert. Ich finde, das sollte man nicht tief stapeln, das braucht man. Nein, ich habe 100 Milliarden gesagt wegen dem Bundeswehr-Sonderfonds. Ja. Genau, und dann ist hier noch eine Frage. Gelten deine Kriterien auch für die Vergesellschaftung von bestehender Care-Infrastruktur wie Krankenhäuser? Wenn ja, wie könnte Demokratisierung und Einbezug von Familien dort aussehen? Genau, sehr gute Frage. Also prinzipiell würde ich sagen, die Kriterien gelten auch für bestehende Infrastruktur in der Frage von, wie können wir die verändern. Das heißt, ich finde diesen zweiten Teil der Frage tatsächlich interessant, weil die bringt uns ja, also die ergibt sich ja jetzt schon aus dieser Überlegung von, was heißt Demokratisierung eigentlich von diesen Infrastrukturen. Und das heißt, ich würde sagen, gut, wenn sich daran schon dieser Frage gegeben hat. Die tatsächliche Antwort kann ich dir aber nicht geben, leider. Also, wie gesagt, es gibt dieses, in Bremen ist das, in einer Altenpflegeeinrichtung, dass es dieses Pflegeparlament gibt. Ich glaube, im Krankenhaus ist es noch mal komplizierter, wenn Menschen eben so viel rein und raus gehen. Aber es gab ja schon, ich finde das eine spannende Frage. Ich glaube, dafür gibt es, müsste ich länger drüber nachdenken. Oder mit anderen Genossen. Aber ich finde die Frage super spannend. Es gab ja schon mal, ich weiß nicht, ob das jetzt dafür so hilfreich ist, aber es gab ja jetzt in den letzten Jahren der Mobilisierung um Krankenhäuser rum in NRW, in Berlin, gab es ja immer wieder diese Bündnisse von mehr von uns, mehr von euch ist besser für alle, wo es ein gesellschaftliches Bündnis gab, in dem Beschäftigte eingebunden waren. Weil das Problem in Krankenhäusern ist ja oft, dass es die Struktur jetzt schon nicht zulässt. Also dass es ganz schwer ist, die Leute zu finden, an denen man diese Bedürfnisse heranträgt. Weil die Leute, die pflegen dort, entscheiden ja nicht selber, dass sie nur 5 Minuten haben.
deshalb halte ich diese, also was jetzt auch schon im Chat genannt wurde, diese die Gesundheit ist keine Ware, Bündnisse, die sich aus Krankenhäusern plus gesellschaftliche Kräfte ziehen, so stark. Aber es wäre interessant, ob man nicht, ja, bevor ich jetzt ins Labern komme, ich nehme diese Frage sehr gerne mit, ich finde sie sehr spannend. Ich habe jetzt noch in Chat das Gutachten gepostet, das ich jetzt schon mehrmals genannt hatte. Und auch noch, poste jetzt auch noch gleich eine Broschüre, die wir gerade rausgegeben haben, die diese Beispiele, die ich jetzt alle genannt hatte, oder die eigentlich alles nochmal zusammen länger ausbaut, zusammenrafft, was ich heute Abend erzählt habe. Ja, jetzt haben wir sogar schon etwas überzogen, aber es war total spannend. Ich glaube, das war es wert. Und natürlich verabschieden sich hier jetzt auch einige Leute, was ja auf 1,5 Stunden angesetzt war. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und übergebe wieder an Thomas. Ja, vielleicht noch ganz zum Schluss eine Idee zur Demokratisierung von Krankenhäusern. Die Deutsche Wohnen Enteignen hat ein sehr interessantes Modell für die Wohnungen, für die Anstalt des öffentlichen Rechts. In NRW sind ja die Krankenhäuser, die Unikliniken auch Anstalten des öffentlichen Rechts. Und die schlagen vor, da eine tatsächliche Mitbestimmung, also dort für Mieterinnen, und das Gleiche, glaube ich, denke ich, ist auch diskutierbar für Patientinnen oder Zivilgesellschaft, dass die tatsächlich in diesen Gesellschaften Mitbestimmungsmöglichkeiten bekommen. Vielleicht das ich glaube, so ein, vielleicht für den nächsten Schritt unserer Diskussion. Ja, auch von mir nochmal schönen Dank, Alex, für den interessanten Vortrag, auch für die Information nochmal. Gerne diejenigen, die jetzt teilgenommen haben, ihr könnt gerne nochmal euren Dank, Kritik, Anregungen in Chat schreiben. Wir werden das alles nachher nochmal aus. Also gerne auch, wie gesagt, Anregungen und Kritik in Chat. Und ansonsten vielleicht noch ein Hinweis, wir machen diese Webinare ja jeden Monat. Das nächste ist am 28.10. mit Christoph Scherrer. Es geht dort um Arbeit in der Lieferkette, also vor allem Arbeit auf Seeschiffen und auf Häfen, also auch um Arbeitsverhältnisse, wie die dort gestaltet sind und was für Probleme es da gibt und auch was für Widerstände es da gibt. Und ansonsten findet ihr immer die aktuellen Webinare auf der Homepage von ATTAC. Schön, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, ihr nehmt alle so viel mit wie ich und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, danke von mir auch fürs Zuhören und wie am Anfang schon gesagt, ich nehme auf jeden Fall jetzt auch was mit. Dann habe ich was weiterzuentwickeln zum Thema Krankenhäuser.